Hallo liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Jehoshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Ihr werdet, wie die Bibel es sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Ich möchte erstmal beten. Jehoshua Mashiach, danke für dein Wort. Danke für alles, was du in unser Leben tust, Joshua. Ich bete, Joshua, dass du deine Worte gibst und führe mich in deinen Namen. Amen. In der Stunde der Wahrheit geht es um die Wahrheit aus der Bibel, was Joshua Mashiach uns sagt. Ich habe was also Kurzes mitzuteilen. Hier seht ihr also, es geht, wir sagen immer zurück zum Wort. Zurück zu Jehoshua Mashiach, weil Jehoshua unser Herr und unser Elohim ist. Und alle, die normalerweise, also alle, die für Jehoshua sind, alle, die sagen, dass sie Christ sind, sind Schafe von Jehoshua Mashiach, nicht die Schafe von irgendwelchen Menschen oder Konfession oder irgendwelche Religionszugehörigkeit oder Gruppe. Nein, es geht um Jehoshua Mashiach. Und wenn wir diese Welt also heute sehen, also was da passiert, es gibt viele Gruppen, viele Religionsgemeinschaften, viele Konfessionen, viel, 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 viel und die und manchmal wissen wir nicht mehr, also ob sie wirklich also für Jesus sind oder oder ob sie Christ sind. Weil überall, wo Christen steht, heißt nicht unbedingt, dass sie wirklich also Christen sind. Und es gibt schon also ich hatte schon mal also eine kurze Lehre über das Christentum gemacht, also Christ nach Definition oder Christ nach Tradition. Weil also ein Christ zu sein, bedeutet Jehoshua Mashiach, ein Jünger von Jehoshua Mashiach zu sein. Also Jehoshua folgen, Jesus Christus folgen. Aber manchmal, also wir verstehen einfach nicht mehr, also was da los ist. Sind wir alle Christen? Wollen wir Jehoshua folgen, ja oder nein? Aber die Bibel sagt also, an ihre Früchte werdet ihr, wir werden die erkennen. Die, die wirklich Christ sind, die wirklich also für Jehoshua sind. Also ein Christ zu sein, heißt Jehoshua zu folgen. Und deswegen werde ich also mal kurz einen Bibelvers nehmen, also der gute Hirte in Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10, einfach ab Vers 1. Ich mache das ein bisschen größer. Halleluja. Also, hier steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er von vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Halleluja. Und hier steht weiter Vers 5, einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Halleluja. Liebe Geschwister, so was wir hier sehen, also Jehoshua Mashiach ist der gute Hirte.
Er ist unser Hirte und alle. Und die Bibel sagt ganz klar, er ruft seine Schafe. Er ruft seine Schafe und die Schafe hören auf seine Stimme. Das ist also seine Stimme, ist also das, sein Wort. Seine Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigene Schafe beim Namen. Das heißt, er kennt jede einzelne von seinen Schafe. Und er ruft sie beim Namen und führt sie heraus. Halleluja. Liebe Geschwister, seht ihr das? Josua kennt jede einzelne von seinen Schafe. Und die Schafe erkennen seine Stimme. Und die werden keinem Fremden folgen. Nein, 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 nein. Aber was sehen wir heute? Wer Christ ist, soll Josua Maschia folgen. Nur Josua Maschia. Keine Gruppen, keine Konfession, keine irgendwelche Religion, Zugehörigkeit, nein. Nur Josua Maschia, das sind die Jünger Josua Maschia. Sie folgen das Wort von Josua Maschia. Deswegen sagen wir immer zurück zum Wort, zurück zu Josua Maschia. Er ist unser Hirte. Er ist der gute Hirte. Und seine Schafe, die werden keinem Fremden folgen. Nein, 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 nein. Die bleiben in seinem Wort. Die bleiben mit Josua Maschia. Warum? Weil Josua der Retter ist. Er ist der einzige Retter. Diese anderen Hirte, die links und rechts und sowas, also überall auf dieser Welt sind, die sind nicht die Retter. Die sind nicht der einzige und einzige Retter, der uns also Leben gibt, also ewiges Leben gibt. Das ist Josua Maschia. Und er kennt jede Einzelne. Er kennt jede Einzelne. Josua Maschia hat Schafe. Und er geht davor. Und die Schafe folgen ihm. Er führt sie heraus. Er führt seine Schafe heraus. Er zeigt den Weg. Die Zeit ist gekommen, dass wir alle nur auf Josua Maschia hören, dass wir Josua folgen. Halleluja. Sogar Johannes der Täufer hatte gesagt, das ist das Lamm des Herrn. Und seine Jünger, die haben ihn verlassen und sind nach Josua Maschia gegangen. Die haben Josua gefolgt. Halleluja. Das ist, was wir tun müssen. Immer die Leute zu Josua Maschia schicken. Immer wieder, weil die Menschen suchen immer Menschen. Die wollen nur, die wollen die Menschen als Götter haben. Götzendienst. Aber Josua kennt seine Schafe. Halleluja. Also wenn du dich also als Schafe von Josua Maschia bekennst, dann ist die Zeit, dass du nur auf Josua, nur sein Wort, seine Stimme hören sollst, also folgen. Halleluja. Und das sagt hier in Vers 5, einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also, lieber Geschwister, du siehst, da kommen Leute mit komischer Lehre. Die Lehre, die uns also von dem Wort des Herrn einfach entfernen. Du weißt das, du merkst das, dass deine Liebe zu Josua Maschia erkaltet wurde durch solche Lehre. Oh, ja, du sollst also Zehnte geben, so viel Geld an die Gemeinde geben, Zehnte. Das ist nicht das Wort von Josua Maschia. Josua Maschia sagt, gib von deinem Herzen, gib vom Herzen,
Nicht, dass jemand dich also so mit deinen 10% unbedingt, nein. Wenn du deine Frau liebst, wenn du deine, du sollst sie nicht verlassen, betet. Die Scheidung ist nicht also, was der Herr will. Ja, lieber Geschwister, und da gibt es also komische Leute da, die kommen also mit Lehre da, oh, Geld bringt, das Geld bringt nicht zu Gott. Ja, wir brauchen das Geld, also damit das Evangelium also weiter verbreitet wird. Ja, aber das soll also aus deinem Herz kommen. Niemand soll dich also mit Druck und sowas, nein. Und da gibt es also noch komische Lehre über, die Leute bekämpfen die Dämonen von morgen bis Abend, beten gegen Dämonen. Was soll denn das? Unser Herr Joshua Mashiach hat uns die Macht gegeben, solange wir bei ihm bleiben, solange wir Joshua Mashiach folgen, unser guter Hirte. Sind wir in Sicherheit? Halleluja! Er befreit uns, er führt uns heraus, er bringt uns, Halleluja! Er schenkt uns also Leben, Halleluja! Viele kommen da, Rosenkranz, und die beugen sich also vor irgendwelche Statue, gehen also in irgendwelche Gebäude, beten Maria an, beten irgendwelche Heiliger. Das ist nicht das Wort des Herrn. Das ist nicht unser Joshua Mashiach. Joshua ist unser Herr, unser Retter, der einzige Papst, welcher Papst auf dieser Erde? Joshua Mashiach ist unser einziger Retter. Keine Gemeinde, keine christliche Gebäude, kein Mensch auf dieser Erde kann uns also retten. Nur Joshua Mashiach. Halleluja, Halleluja. Und Vers 6 sagt, dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Die haben nicht verstanden. Aber Joshua sagt, dass seine Schafe hören seine Stimme und erkennen. Die erkennen die Stimme. Die erkennen die Stimme und folgen Joshua allein. Halleluja. Halleluja, Joshua. Und er sagt also in Vers 14 sagt er nochmal, ich will also das Ganze nicht lesen, er sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Hey, er ist der gute Hirte und er kennt seinen. Und die und seinen kennen ihn. Oh, Joshua. Die Zeit ist gekommen, lieber Geschwister, dass wir keine Gemeinde, keine Gruppen, keine Menschen, folgen. Wir folgen Joshua Mashiach. Unser Glaube ist auf Joshua Mashiach gebaut. Er ist unser Grundstein. Joshua Mashiach, Halleluja. Vers 27, es ist so schön, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand, lieber Geschwister, niemand will sie aus meiner Hand reißen. Oh, Rukabasaka, Yandaraka, Reka. Joshua Mashiach sagt, niemand will sie aus meiner Hand reißen. Egal, was du durchgehst, egal, was gerade in deinem Leben passiert, egal, was die Menschen sagen, egal, wie du leidest, egal, was da passiert. Solange du ein scharfer Joshua Mashiach bist, Halleluja, 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 solange Joshua Mashiach dein Retter, dein Herr ist, er sagt ganz klar hier, niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Es gibt Momente, wo du schwach bist. Es gibt Momente, wo du hast das Gefühl, er ist nicht da, er hört dich nicht. Mein Bruder, meine Schwester, bleibt fest im Glaube. Yeshua Mashiach ist unser Retter. Glaubt an Yeshua. Glaubt an Yeshua Mashiach. Schaut nur auf Yeshua Mashiach. Er ist unsere Festung. Er ist unser Retter. Er ist unsere Liebe. Er ist unsere... Ah, er ist so wunderbar, Yeshua Mashiach. Wenn ich schwach bin, ich schreie zu Yeshua Mashiach. Er schenkt mir noch mehr Kraft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Yeshua Mashiach ist unsere Liebe. Er ist unsere Liebe. Liebe Geschwister, zurück zum Wort. Zurück zu Yeshua Mashiach. Unser Retter, der gute Hirte. David hat das sogar gesagt im Psalm 23. Der Herr ist meine Hirte. Yeshua, du bist so wunderbar. Halleluja. Halleluja. Ich preise deinen Namen, Herr. Ich preise deinen Namen, Yeshua Mashiach. Wir stehen, wir bleiben in seinem Wort. Niemand kann uns also, niemand kann uns wegreißen, rausnehmen von Yeshua Mashiach. Halleluja. Herr, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir für dein Wort. Stärk uns alle, Yeshua Mashiach. Ich preise deinen Namen. Halleluja. In deinem Namen habe ich gebetet, Yeshua Mashiach.